Mit Federn bist du ja jetzt schon so im Allgemeinen schon ziemlich vertraut. Deswegen denke ich, können wir jetzt in diesem Video noch ein bisschen weiter in die Materie einsteigen und schauen uns zum Beispiel einfach mal das Ganze grafisch an, was denn eigentlich passiert, wenn so eine Feder ausgelenkt wird. Auslenken ist übrigens nur ein anderes Wort für, oder sozusagen eine Zusammenfassung für zusammenstauchen oder auseinanderziehen. Dann spare ich mir halt einfach immer beide Wörter sagen zu müssen. Und kann einfach nur auslenken sagen. Also, wir schauen uns erstmal an, wie das Ganze grafisch aussieht, was passiert. Oder wir stellen einfach mal gegenüber, wie sich die Kraft verhält zum Weg, um den ich die Feder ausgedehnt habe. Und dann kann ich dir nämlich auch gleich noch zeigen, was das Ganze damit zu tun hat, wie viel Arbeit dabei verrichtet wird und vor allem, warum das eigentlich so toll ist, zu wissen, wie viel Arbeit dabei verrichtet wurde oder was uns das überhaupt hilft. Also, aber wir fangen erstmal ganz, ganz vorne an. Hier oben habe ich mal wieder eine Feder hingezeichnet und ich würde mal sagen, die ist auseinandergezogen worden. Also, sagen wir mal, hier wäre einfach so ihr Ruhezustand gewesen. Den nenne ich jetzt einfach mal S0 und offensichtlich ist sie ja bis hier hinten auseinandergezogen worden und das nenne ich jetzt einfach mal S1. Also insgesamt, diese Strecke hier von S0 bis S1, die nenne ich jetzt einfach mal X. Also, die Feder wurde um x ausgelenkt. Ich habe schon mal ein kleines Koordinatensystem vorbereitet. Dann habe ich gleich nicht so viel Arbeit beim Zeichnen, spare ich mir ein bisschen Zeit. Und zwar die Idee ist jetzt, dass wir folgende Sachen miteinander gegenüberstellen. Hatte ich ja eben schon gemeint. Einmal der Weg, um wie viele Meter die Feder ausgelenkt wurde. Und die Kraft, die ich dafür gebraucht habe, in Newton natürlich, um diese Feder so weit auszulenken. Erstmal würde ich sagen, rufen wir uns nochmal ins Gedächtnis, was wir eigentlich schon wissen über Federn. Ich gebe dir nochmal kurz Zeit, darüber nachzudenken. Wie war denn eigentlich das Hooke'sche Gesetz? Also ich schreibe es nochmal hin. Hooke'sches Gesetz. So, du hast kurz Zeit, darüber nachzudenken. Das Hooke'sche Gesetz geht ja erstmal um die Rückstellkraft einer Feder, also die Kraft, die eine Feder aufbringt, um wieder in ihren Ausgangszustand zurückzukommen, also in dem Fall zu S0 wieder. Und der Herr Hooke hat ja herausgefunden, dass das berechenbar ist mit minus k, wobei k diese ominöse Federkonstante ist, die bei jeder Feder immer ein bisschen unterschiedlich ist und die man am besten einfach über Experimente herausbekommen kann. Und das Ganze multiplizieren wir halt mit dem Weg, den die Feder ausgelenkt wurde. Also ziemlich straightforward, würde ich sagen. In dem Fall interessiert uns ja aber nicht, wie viel Kraft die Feder braucht, um zurückzukommen, sondern wir wollen ja wissen, wie viel Kraft habe ich gebraucht, um die Feder, um diese S-Meter sozusagen auszulenken. Also uns interessiert ja, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Auslenkungskraft, nennen wir es FA. Und das ist, glaube ich, auch recht gut verständlich. Wir haben ja, oder der Herr Hooke hat ja mit diesem Gesetz hier auch Folgendes besagt, dass diese Kraft hier immer entgegengesetzt der Richtung wirkt, in die die Feder ausgelenkt wurde, also in die dieses S hier gerichtet ist, weil hier vorne ja ein Minus steht. Das heißt, wenn die Zahl hier positiv ist, kommt dann ein Minus vor. Ist die Zahl negativ, kommt hier ein Plus bei raus. Und wir wollen ja im Endeffekt genau das gleiche wissen, also wir wollen ja auch diese Kraft wissen, nur halt die in die gleiche Richtung geht. Also können wir eher schlussfolgern, dass die Auslenkungskraft genauso groß ist wie K mal S. K mal S. Also, schauen wir doch mal an. Wir fangen ganz, ganz vorne wieder an. Wir gehen mal davon aus, die Feder wäre jetzt nicht ausgelenkt. Also sie wäre in ihrem Ruhezustand hier bei S0. Dann kannst du ja anfangen und ein ganz, 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 ganz kleines bisschen an der Feder ziehen. Also hier irgendwie ein ganz, ganz kleines bisschen, weil ich versuche mal das da oben erstmal einzuzeichnen. Ich nehme mal weiß, ich hoffe, das sieht man gut. Ja, das sieht gut aus. Also ein ganz, ganz kleines bisschen nur. Hier vielleicht. Dann brauchst du ja dafür irgendeine Menge an Kraft. Sagen wir mal so viel. Und jetzt ziehst du noch ein kleines bisschen mehr. Also vielleicht bis hier. Also machst wirklich ganz, ganz kleine Abstände natürlich nur. Und dann kommst du vielleicht hier an. Und jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen Teil, mit dem wir auch ein bisschen schneller vorankommen. Nehmen wir mal an, du hast jetzt die ganze Zeit immer ganz, ganz viele kleine Schritte gemacht und kommst irgendwann
hier an bei, sagen wir, einem Meter. Also nehmen wir mal an, hier wäre jetzt ein Meter. Wie weit hast du dann, oder wie viel Kraft hast du dann aufgebracht, um die Feder zu ziehen? Naja, nach unserer Formel hier oben, ich bin mal so frei und schreibe hier mal noch das A ran, das ist die Auslenkungskraft, sehen wir ja, dass wenn du diese 1 Meter hier einfach einsetzt, hier oben, dann hast du genau K Newton gebraucht, um das Ganze dahin zu bewegen oder dahin zu ziehen sozusagen. Also nehme ich jetzt mal an, hier wäre 1 K. So, und jetzt geht es natürlich weiter. Jetzt kannst du natürlich noch so weit ziehen, bis du hier bei 2 Metern angekommen bist. Und genau das gleiche wieder. Die 2 hier oben eingesetzt, kommst du auf 2K. Also braucht man 2K, um das Ganze 2 Meter zu ziehen. Und ich denke, jetzt siehst du auch schon, wo das Ganze hingeht. Das wird nämlich eine Gerade, die dann ungefähr, gib mein Bestes, ungefähr so aussehen wird. Ja, ist ein bisschen daneben gegangen. Okay, aber ich denke, du verstehst die Idee. Es wird auf jeden Fall definitiv eine Gerade. Und das ist ja das Wichtige, weil, das sieht man auch an der Art und Weise, wie das hier ausgedrückt ist, das ist ja auch ein linearer Zusammenhang. Das heißt, wenn sich S um einen gewissen Faktor vergrößert, vergrößert sich K um denselben Faktor wie S mal K nochmal obendrauf. Aber nie nochmal in Abhängigkeit zu wieder s zum Beispiel, also nicht s Quadrat oder s hoch 3. Deswegen kommt hier nämlich immer eine Gerade raus. Und wir können uns ja auch anschauen, wie die Steigung von dieser Geraden wäre. Also die Steigung. Da nehmen wir am besten einfach die Formel, die wir immer für die Steigung nehmen. Also das ganz Allgemeine ist einfach die Veränderung. In dem Fall in f, oder ich nehme es mal ganz allgemein, die Veränderung auf der y-Achse geteilt durch die Veränderung auf der x-Achse. Und unsere Veränderung auf der y-Achse, oder gucken wir mal andersrum, wenn ich mich um 1 Meter verschiebe hier unten, also wenn die Änderung auf der x-Achse 1 ist, dann ist die Veränderung auf der y-Achse k, oder? Von k bis 2k ist genau 1k, also k. Also ist die Steigung von dieser Geraden hier immer k. Das heißt, sie könnte auch so aussehen oder so aussehen. Hauptsache, aber oder wichtig ist, es wird halt immer eine Gerade rauskommen, wobei sich maximal halt die Steigung verändern könnte dabei. So, was hilft uns das Ganze jetzt eigentlich? Wir wollen ja immer noch wissen, wie viel Arbeit denn eigentlich verrichtet wird, wenn ich diese Feder bis zu einem gewissen Punkt, ich nenne ihn jetzt einfach mal. Ich nenne ihn jetzt einfach mal x0. x0. Bis hierhin soll die Feder jetzt ausgedehnt werden. Und wie viel Arbeit wird dabei eigentlich verrichtet? Und ich würde sagen, da können wir genauso vorgehen, wie wir es auch eben gerade gemacht haben, als wir rauskriegen wollten, wie groß die Kraft sein muss. Und zwar erstmal ziehst du nur ein ganz, ganz kleines bisschen an der Feder. Wieder nur bis hier. Dann brauchst du ja eine gewisse Kraft, um dahin zu kommen. Und ich sehe gerade. Lass uns erstmal überlegen, was Arbeit überhaupt ist. Ich denke, das macht die Sache ein bisschen leichter. Also, wie berechnet man denn die verrichtete Arbeit? Während ich schreibe, kannst du nochmal kurz nachdenken. Verrichtete Arbeit. Also, die verrichtete Arbeit. Wie berechnet sich die? Kurze Zeit zum drüber nachdenken. Die Arbeit, die man braucht, um ein Objekt um S-Meter zu verschieben, muss man es immer noch mit der Kraft multiplizieren, die man gebraucht hat. Also F mal S. So, das passt ja irgendwie mal wieder wie die Faust aufs Auge, dass wir hier genau die beiden Größen auch in unserem Koordinatensystem hier dargestellt haben. Also komme ich nochmal auf den Gedanken von eben zurück. Wenn du ein ganz, ganz kleines bisschen nur verschiebst hier, bis hier zum Beispiel, dann brauchst du dafür eine gewisse Kraft. Und f mal s, das Ganze muss ja dann ein Rechteck ergeben, also genau das, was ich jetzt hier gerade versuche einzuzeichnen. Und jetzt kannst du natürlich wieder noch ein bisschen mehr daran ziehen, also zum Beispiel bis hier. Und dann brauchst du natürlich wieder ein bisschen mehr Kraft, zum Beispiel bis hier. Und du siehst schon, das Ganze läuft daraus hinaus, dass ich jetzt hier ganz, ganz viele kleine Rechtecke zeichnen würde. Jetzt bis hier
Und um genau zu sein, würde ich das Ganze natürlich machen, bis hier ganz hinten. Welche Farbe nehmen wir mal? Nehmen wir mal dieses Violett. Bis nach hier ganz hinten würde ich jetzt die ganze Zeit hier nur so eine kleine Dreiecke zeichnen. Und um genau zu sein, ist meine Schätzung, wie groß diese Dreiecke jetzt hier sind, also diese Veränderung auf der X-Achse, hier müsste ich eigentlich immer kleiner wählen, um genau zu sein, unendlich klein, und müsste dementsprechend auch unendlich viele von diesen Dreiecken, von diesen Rechtecken aufeinander addieren, um dieses ganze Dreieck hier auszufüllen. Und ich denke, jetzt hast du schon erkannt, irgendwie hat das Ganze damit zu tun, dass die Arbeit im Endeffekt diese Fläche ist, die hier unter der Kurve ist, bis zu dem Punkt, der uns interessiert, also in dem Fall x0. Und wenn du schon ein bisschen was von Analysis gehört hast und Integralrechnung, dann ist dir mit Sicherheit auch die Analogie aufgefallen zu diesen Rechtecken hier und dass die immer kleiner werden und immer mehr davon aufeinander addiert werden müssen. Aber wenn das nicht so ist, wenn du Analysis noch nicht kennst, kein Problem, vergiss einfach, was ich gesagt habe, ich wollte dich nicht verwirren. Viel wichtiger ist, und das war ja jetzt das eigentlich, was wir herausgefunden haben, dass die Arbeit, die verrichtet wird, um so eine Feder auseinanderzuziehen, dem Flächeninhalt unter dieser Kurve hier entspricht. Und ich denke, den können wir relativ simpel ausrechnen. Der Flächeninhalt von einem Dreieck ist immer 1/2 mal die Grundseite mal die Höhe. So, unsere Grundseite hier ist ja einfach x0. Ist ja einfach nur diese Strecke bis da. Also x0. Und jetzt nur noch die Frage, wie groß ist unsere Höhe? Also der Teil hier. Und ich denke, das ist auch gar nicht so schwer. Wir können uns ja die Koordinate von diesem Punkt hier oben mal angucken. Das ist ja in x-Richtung x0 und in y-Richtung, also so hier auf der y-Achse, haben wir hier schon rausgekriegt, dass das immer direkt korrespondiert zu diesem k hier. Also 1 Meter brauche ich 1 km, 2 Meter brauche ich 2 km. Das heißt, bei x0 Metern brauche ich auch, schätzen wir mal, müsste ungefähr hier sein, brauche ich auch x0 km. Ich hoffe, das sieht man noch. Ich scrolle mal noch ein bisschen rüber. So. Das heißt, unsere y-Koordinate hier ist x0 mal k. Und dementsprechend ist diese Seite hier auch x0 mal k, weil so hoch ist unser Dreieck in dem Fall. Also mal x0 mal k. Und das ergibt dann 1/2 x0 Quadrat k. Und das ist die Formel, die wir auch gesucht haben, die uns das Leben erheblich erleichtern wird. Und ja, nur damit ich es mal angesprochen habe, dir wird bestimmt auffallen, wenn du halt Analysis schon kennst, dass das das gleiche hier ist wie das Integral von kx dx. Wenn das nicht so ist, wenn, wie gesagt, wenn du keine Analysis kennst, vergiss einfach, was ich gesagt habe. Schau dir das Video vielleicht später nochmal an. Dann siehst du diese Analogie, die ziemlich erstaunlich ist. Und vielleicht fällt dir sogar die Analogie auf zu einem der früheren Videos, in der wir uns über Geschwindigkeit und Beschleunigung unterhalten haben, bei der im Endeffekt genau das gleiche Konzept angewandt wurde, was also ich zumindest ziemlich beeindruckend finde, dass in der Physik oder generell in der Mathematik das Ganze einfach so oft so simpel darstellbar ist für doch relativ komplexe Konzepte wie hier die Arbeit zum Beispiel. Aber, und das habe ich ja noch nicht verraten, warum ist es eigentlich so interessant zu wissen, wie viel Arbeit ich verrichten muss, um eine Feder von A nach B zu ziehen? Wofür hilft das eigentlich überhaupt? Ich gebe dir kurz Zeit, darüber nachzudenken. Kleiner Tipp, denk mal darüber nach, wie Arbeit denn eigentlich definiert ist. Also, Arbeit ist ja definiert im Zusammenspiel mit Energie. Falls es dir nicht mehr einfällt, warum oder wie das gemeint ist, kannst du dir gerne nochmal das Video dazu anschauen. Und im Endeffekt hatten wir da ja herausgefunden, dass die Arbeit, die man verrichtet, für zum Beispiel in dem Fall, um die Feder von ihrem Ruhezustand auf zu einem bestimmten Punkt auszulenken, ist genauso groß wie die Energie, die danach in diesem System drinsteckt, also in dem Fall in der Feder. Das heißt, wir wissen jetzt auch, dass die potenzielle Energie, die in so einer Feder steckt, immer genauso groß ist wie die Hälfte des Quadrats der Auslenkung, das hört sich jetzt nur schwierig an, des Quadrats der Auslenkung mal dieser Federkonstante. Und das, denke ich, ist schon ziemlich hilfreich, weil damit kann man einige nützliche Sachen ausrechnen, wie wir auch zum Beispiel dann im nächsten Video sehen werden. Aber vielleicht ganz kurz ein kleines Beispiel können wir auch so schon machen. Nehmen wir einfach an, wir haben eine Feder,
Du hast eine Feder gefunden irgendwo und die hat eine Federkonstante, das hast du rausgekriegt in einem Experiment von 5 und du lenkst die Feder dann, du ziehst zum Beispiel dran und ziehst sie 2 Meter auseinander. 2 Meter auseinander, dann weißt du, so lange wie du sie in diesem Zustand hältst, also in dieser Auslenkung von 2 Metern, dass die potenzielle Energie, die jetzt in dieser Feder drin steckt, genauso groß ist wie 1/2 mal x0 zum Quadrat. X0 ist hier hinten, 2 Meter zum Quadrat sind 4 Quadratmeter mal dieser Federkonstant mal 5. Also insgesamt 4, 2, also 10. Und die Einheit ist natürlich Joule. Also stecken jetzt 10 Joule in dieser Feder drin und ich weiß nicht, zum Beispiel könnt ihr da jetzt einen, wenn du die Feder zusammengedrückt hast, könntest du einfach einen Ball dran packen und wenn du loslässt, kannst du berechnen, wie weit der Ball rollen wird oder wie weit er nach oben in die Luft geschleudert wird, wenn die Feder wieder in ihren Ausgangszustand zurückspringt und also kuriose Sachen, was einem nicht so alles einfällt. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, im nächsten Video schauen wir uns nochmal ein anderes Beispiel an, mit dem wir halt dann, oder bei dem wir dann auch das hierher geleitete wirklich gut benutzen können und du siehst, dass es wirklich hilfreich ist, wenn man rauskriegen kann, wie groß die potenzielle Energie in einer Feder ist.